Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier mit euch auf der Baustelle eines Kunden. Hier steht es kurz vor dem Einzug. Also es sind nur noch wenige Tage und der Kunde zieht hier in das Gebäude ein. Dieses Haus ist von 1743. Es steht unter Denkmalschutz. Und wir haben hier etwas eingebaut, das fast genauso alt ist wie das Haus selber. Es geht um die Waschtischanlage. Die möchte ich euch zeigen, denn das, was wir da eingebaut haben, musste mindestens 100 Jahre wachsen, anschließend reifen und anschließend in vielen Stunden handwerklicher Arbeit bearbeitet werden. Kommt mal mit. Hier oben ist nämlich schon direkt das Badezimmer. Hier ist unsere Waschtischanlage, eine Doppelwaschtischanlage mit einem Unterschrank. Und das Besondere ist hier oben die auf Maß angefertigte und individuell ausgesuchte Holzplatte, wo entsprechend die Aufsatzwaschtische draufgekommen sind. Das Besondere an dieser Platte ist, es stammt bei uns aus der Region, aus heimischen Wäldern. Es wurde von unseren Handwerkern hier in der Region hergestellt. Der Kunde konnte sich diese optische Sichtkante, die diese Platte hier vorne hat, selber individuell aussuchen. Wir sind mit ihm also an den Produktionsort gegangen, wo diese Platten herkommen. Das ist keine 5 Minuten Fahrt von hier. Und da konnte er sich aussuchen, welche Platte er denn gerne möchte. Und die wurde entsprechend auf Maß gefertigt. Ja, das Holz stammt also hier aus der Region. Es wurde hier in der Region bearbeitet. Wir haben noch den letzten Feinschliff gemacht und designmäßig eine wunderschöne Waschtischanlage daraus gemacht. Die ganze Geschichte, die zu diesem Unikat gehört, die kann ich euch zeigen. Ich nehme euch nämlich mal mit zu dem Ort, wo das Holz hier gewachsen ist. Hier sind wir auch schon. In diesem Wald ist das Holz für unsere Möbelwaschtischplatten gewachsen. Das ist ein Wald mitten in Langenberg, ganz in der Nähe bei uns von der Firma. Und hier wird nicht irgendwie massenweise das Holz abgerodet. Nein, diese Bäume sind 100 oder teilweise sogar bis zu 120 Jahre lang gewachsen und werden erst gefällt, wenn sie zum Beispiel beschädigt sind. Das heißt, die Rinde ist beschädigt oder die sind von innen schon sehr trocken. Dann werden diese Bäume freigegeben zum Fällen, um hier wieder Platz für neue zu machen. Das ist natürlich auch nachhaltige Forstwirtschaft, die hier stattfindet. Ja, und wenn die dann gefällt wurden, diese Bäume, dann kommen die dahin, wo ich euch jetzt gleich mit hinnehme und dann können wir uns das anschauen, wie diese Bäume bearbeitet werden. Los, wir gehen dahin. Ja, und hier sind wir auch schon. Wir sind jetzt keine 5 Minuten mit dem Auto gefahren und hier landen nachher die fertigen Bäume. Die liegen hier ungefähr ein Jahr, trocknen dann schon mal und dann geht es da ab ins Sägewerk. Da wird dann Brett oder Bohlen daraus geschnitten auf Maß, die dann entsprechend auf die Dicke 5-6 cm zugeschnitten werden und kommen dann nachher wieder hier hin. Da kommt ihr mal mit. Da hinten haben wir die nämlich das Lager, das zeige ich euch nämlich mal. Da trocknen die dann nämlich nochmal weiter. So, hier haben wir schon die einzelnen Bohlen, wie sie aus dem Sägewerk kommen. Also wie gesagt, in verschiedenen Stärken. Hier lagert das Holz je nach Dicke auch nochmal 4, 5, 6 Jahre, bis das wirklich trocken ist. Es wird also nicht maschinell getrocknet, sondern von der Natur. Das ist auch nochmal besonders hochwertig. Das Holz bekommt einfach die Zeit, von alleine hier zu trocknen. Ja, anschließend nehmen wir hier unseren Kunden natürlich mit und der kann sich hier seine Stück Holz selber aussuchen, was ihm am besten gefällt, von der Optik her, wie die Vorderkante von dem Waschtisch nachher auch aussehen soll. Ja, und wie das nachher zu einer kompletten Tischplatte verarbeitet wird, das gucken wir uns jetzt mal an. Komm, wir gehen jetzt in die Tischlerei. So, hier kommt jetzt die fertig ausgesuchte Bohle oben an und geht erstmal direkt über die Kreissäge und wird erstmal aufs Format geschnitten, wie wir das brauchen, damit wir das anschließend zu einer Platte zusammenfügen können. Guckt euch die ganzen Arbeitsschritte doch einfach mal an. Hier seht ihr, sind die einzelnen Formteile jetzt zusammengefügt, die werden zusammengeleimt. Hier vorne seht ihr noch die Sichtkante, die sich jetzt der Kunde ausgesucht hat. Das Ganze muss jetzt erstmal ein bisschen liegen und anschließend wird das Ganze auf Maß noch zugeschnitten.
So, da ist sie schon fertig, die komplette Waschtischanlage. Eine Doppelwaschtischanlage, wie es sie kein zweites Mal gibt. Eben ein absolutes Unikat. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst mir doch hier für das Video ein Like und am besten nochmal einen Like, wenn es gehen würde. Und zwar für Marvin, der steht nämlich gerade hinter der Kamera. Komm mal her, den zeigen wir mal. Da ist er nämlich, der Marvin. Wenn der mir nicht den ganzen Tag hier mit der Kamera folgen würde, gäbe es diese Videos gar nicht. Also hinterlasst mir ein Like, ein Abo und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dann, ciao.